sich mit einer Frage oder so einbringen wollen, eben die Mikrofone so lange stumm zu schalten und nur anzuschalten, wenn eine Frage auftaucht. Wir brauchen also dann auch die Webcams kann man gerne ausmachen, denn das belastet nur das Netz. Wir zeichnen die Präsentation auf, stellen die nachher in den Chat rein und für den Chat gerne auch benutzen, wer jetzt nicht selbst dazwischen reden möchte, wobei mich das überhaupt nicht stört. Sie können gerne sofort eine Frage loswerden, wenn irgendwo was auftaucht. Können Sie gerne den Chat benutzen und da können Sie natürlich auch jede Aussage sofort wieder löschen. Und somit sollte es eigentlich mal, können wir auch loslegen, denn 45 Minuten sind ja mal sehr wenig. Der Referent hier kriegt jedes Mal immer einen Horror, wenn er noch 10 Folien vor sich hat, aber nur noch 3 Minuten hat. Insofern würde ich gerne Sie einladen, bedanke mich für die Teilnahme schon mal vorab, auch im Namen von Herrn Böttcher. Und wir wollen uns heute über die Bauarten der Kondensatableitung ein bisschen unterhalten. Und was man wo machen soll, denn oft hat man ja das Problem, es gibt so viele unterschiedliche. Oh, da ist noch Mikrofon an irgendwo, hallo? Und das stimmt immer wieder gut, sonst müssen wir doch wieder von hier aus alle Strom machen, das wäre schade. Ja, es geht wohl, so. Es gibt so viele unterschiedliche Bauarten von Kondensatableiter, dass man sich dann hinterher fragt, habe ich den richtigen ausgewählt? Ist das das Optimale, was ich habe? Was gibt es denn noch? Insofern mal eine Übersicht heute von dem, was wir so bei Gestra schon seit über 100 Jahren produzieren. Es ist ja natürlich der Bimetallableiter, mit dem man nicht angefangen hat. Man zuerst hat man Plattenableiter gebaut, Prallplattenableiter, aber irgendwann 1930 kam dann der thermische Bimetallableiter dazu und der sich als sehr robuster Ableiter dargestellt hat. Natürlich ein bisschen träge ist, da sagen wir gleich noch was zu, aber sonst eigentlich sich solide bewährt hat und einer sehr schönen langen Lebensdauer behaftet ist. Ist aber jetzt für geregelte Anlagen, die ja immer schneller wurden, dann nicht mehr das Optimum gewesen. Bei der Dampfleitungsentwässerung, Begleitheizungsentwässerung immer noch der Nummer 1 Ableiter, aber für alle kleinen geregelten Anlagen wie Lufterhitzer, für kleine Pasteurisiermaschinen für die Textilindustrie, Textilreinigung haben wir thermische Membranableiter 1960 von Gestra entwickelt, patentiert auf dem Markt und hat da seinen Feldzug übernommen und hat auch den Bimetallableiter bei fast 50% aller Anwendungen verdrängt, weil er sehr viel schneller reagiert mit weniger Unterkühlung, weniger Kondensatstau hat und dichter an der Sattdampfkurve arbeitet, nicht gegendruckabhängig ist und. Also viele kleine Merkmale hat, die wir uns dann angucken wollen. Und da drinnen nicht drum herum kommt und ein Kugelschwimmerableiter, der eben die Nummer 1 ist und bleibt. Und Schwimmer geht immer, ist eigentlich so ein Wahlspruch, wo man sagen kann, man kann überhaupt nichts verkehrt machen, wenn man den Schwimmerableiter verwendet. Den wollen wir uns natürlich auch genau angucken. Jetzt muss man dummerweise auch ehrlicherweise sagen, 50% der in der Welt verbauten Ableiter sind thermodynamische Ableiter. Hängt damit zusammen, dass er eben so einfach, simpel aufgebaut ist, nur eine bewegliche Metallplatte hat, aber dafür eben thermodynamische Nachteile hat. Denn wer Energie sparen will und auf seine CO2-Bilanz gucken will, kommt eigentlich nicht mehr mit diesem Typ klar. Auch den gucken wir uns an. Den Stufendüsenableiter, der sehr große Kondensatmenge ist bei Gestra im Lieferprogramm, den werden wir heute nicht betrachten, weil das Sonderfälle sind, wo man eben 100, 200 Tonnen Kondensat hat, Zuckerindustrie, Klärstammtrocknung oder auch in der Kupferindustrie. Da findet man die ab Nennweite 65 aufwärts nur. Und da schauen wir nicht heute drauf. Wo wir noch drüber reden werden, heute andere Bauarten, die Gestra jetzt nicht im Lieferprogramm hat, wie den Glockenschwimmer-Kondensatableiter, der bei uns ein bisschen verbreitet ist, in den USA sehr viel verbreitet ist, als Schwimmerableiter, nicht mit einer Kugel, sondern einer Glocke behaftet, hat Vorteile, Nachteile, wenn wir darüber reden. Düsenableiter sind jetzt immer gerade wieder im Aufkommen, dass meiner behauptet, er kann in einer kleinen Düse alle Lastzustände abfangen. Das ist leider nicht wahr, denn die Düse ist so klein, dass sie oft auch noch verschmutzt und Gestra sich davon fernhält, weil wir uns da nicht unser Renommee vor wollen. Elektronisch gesteuerte Ableiter, sehr oft für kalte Medien im Einsatz, aber nicht für heiße Medien, weil wir da mit einem Ventilabschluss arbeiten müssen, der nicht dampfdicht wird. Deswegen taucht er bei uns im Lieferprogramm auch nicht auf. Wie gesagt, 1915, also unser Gestra ist mal angefangen, 1902, also wir haben 120 Jahre jetzt wieder voll mit der
Abstandventil für Dampflokomotive, aber schon um 1915 haben wir die ersten Werbeblätter gefunden, wo man auch in der Dampftechnik wirklich um Kondensatableitungen gekümmert hat. Prallplattenableiter damals, ganz einfach aufgebaut, aber verschmutzten viel, weil die Dampfqualität ja auch nicht so gut war, musste öfters gereinigt werden, sonst aber wartungsfrei. Dampfheizung war noch viel im Einsatz, da hatte man also auch schon diese kleinen Kondenswasserableiter für Heizung geschaffen, die eigentlich auch ein Prallplattenableiter war. Stufdüsenableiter hat man im Einsatz gehabt, die man mit einem Schauglas behaftet, dann sofort auf die Dampfmenge einstellen konnte. Sehr gut geeignet für kontinuierliche Prozesse, wo auch mal Verschmutzung auftraten, wo man eben mal ganz ausblasen konnte, wieder zumachen konnte. Und tatsächlich haben wir noch vor 2, 3 Jahren einen solchen Ableiter aus Finnland zurückbekommen, der von 1956 im Einsatz war, der Verschleißamt dort gearbeitet hat. Aber leider ist das Personal immer knapp geworden, sodass man diese manuell verstellbaren Ableiter auch nicht mehr so im Einsatz hat. Unser Abseitsventil, das wir am Dampfkessel einsetzen, unser Typ B ist eigentlich nichts anderes als ein Stufendüsenableiter, aber wir haben ungefähr 1985 oder 84 diesen Typ, den WK26, ist er damals aus dem Lieferprogramm genommen und gesagt, wenn noch mal einer kommt und braucht so einen kontinuierlichen Ableiter, dann muss er eben ein Abseitsventil dafür nehmen und sich einen Vapuskrupp davor einbauen. Aufgaben der Kondensatableiter. Eigentlich kann man immer wieder sagen, Kondensat rausschleusen, keinen Dampf durchlassen. Dampf ist so teuer geworden, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Selbstständige Entlüftung machen. Beim Anfahren nicht, dass einer noch rumgehen muss und muss noch irgendwie einen Bypass öffnen, sondern der Ableiter muss Luft erkennen können, obwohl es gasförmig ist wie Dampf, aber die Temperatur ist ja anders. So haben also alle Ableiter heute auch eine thermische Entlüftung mit drin oder können das von ihrem Funktionsprinzip schon schaffen. Dann gibt es den dass man gerne auch ein bisschen mehr Stau hätte, um nicht so viel Entspannungsdampf zu haben, um mehr Energie auszunutzen, also Kondensatstau haben. Der andere sagt, das geht überhaupt nicht, ich muss meine Heizfläche absolut frei behalten, habe auch Wasserschläge sonst und kein Kondensatstau. Gegendruck, Druckschwankungen, horizontal, vertikal einzubauen, bei Schmutz unempfindlich sein, frostsicher sein, Wasserschlag unempfindlich. Und ich finde, die Auflistung ist noch nicht zu Ende. Also da steht ja auch noch bei, vielleicht für überhitzten Dampf geeignet sein und was nicht alles. Und natürlich sollte eigentlich nur klar werden, ein Ableiter kann nicht alles können. Das geht überhaupt nicht. Fangen wir mal mit dem an, der am meisten kann. Das ist an sich der Schwimmerkondensatableiter. Hier mal ganz salopp Schwimmerableiter genannt. Das ist ein von daher, die Schwimmerkugel ist in einem Gehäuse aufgehoben, das sich mit Kondenswasser füllt. Der Auftrieb verhebt der Kugel nach oben. Sie zieht über ein Gestänge, ein Ventil sitzt von einem Abschlussorgan weg, über eine Hebelkraft ein bisschen verstärkt. Und somit haben wir also unsere Funktion. Funktion ist eigentlich die, wir haben eine Kraft in Öffnungsrichtung, das ist die Auftriebskraft, die ist konstant, denn wir haben nur einen Durchmesser für Nennweite 15, 20, 25 und eine zweite Größe für Nennweite 40, 50, 65. Also wenn ich wir sage, meine ich natürlich auch alle anderen Hersteller, die machen es ja alle genauso. Und von daher ist das eine Kraft und die wirkt gegen die Druckkraft, die hier am Wirken ist. Die Stießkraft ist Druck mal Fläche, F ist P mal A und das ist natürlich abhängig von dem Druck. Habe ich einen hohen Druck, kann ich diese Öffnung, das Abschlussorgan, nur sehr klein halten. Habe ich einen niedrigen Druck, vielleicht nur 2 Bar, habe aber die gleiche Kugel ja drin, kann ich hier diese Öffnung größer machen. Und das ist das Abschlussorgan. Ich muss darüber gehen. Oh, das ist aber doof, Marcel. Also ich gucke mal auf den Hauptschirm, habe meine Maus genommen, er sagt, da sehe ich gar nichts. Dankeschön für den Tipp. Ich muss jetzt doch auf den zweiten kleineren Bildschirm schauen und da die Präsentation betrachten. Also Auftriebskraft ist hier, das ist konstant und Stießkraft ist hier im Abschlussorgan. Druck mal Fläche auf dieses kleiner Fläche, kleiner Druck, große Fläche, großer Druck, muss ich die Fläche kleiner haben. Wir müssen also von unseren Kunden verschiedene Fragen abnehmen, bevor wir einen Schwimmerableiter auslegen können. Das Erste, was wir hier sehen, es ist also ein Gehäuse, das füllt sich jetzt mit Kondensat auf und hier geht die Kugel jetzt in der ersten Offenstellung, zieht über das Gestänge die Rollkugel vom Abschlussorgan weg
Und wenn du richtig volllast, ist, geht sie schön nach oben und die Öffnung ist frei. Jetzt haben wir hier eben einen hohen Druck und damit auch eine hohe Temperatur. Er ist ja immer im oberen Teil mit Dampf gefüllt, im unteren mit Wasser. Das hat einen riesen Vorteil, dass wir hier dieses Wasserniveau brauchen, weil dann nämlich auch nie ein Dampfstopf eintreten kann. Ein Schwimmerableiter ist an sich von Haus aus immer dampfdicht gebaut, da er die Wasservorlage hat und somit also auch nie seinen Frischdampf verliert. Hier ist der Druckabfall auf das Kondensatnetz und schon hier drinne entsteht dann natürlich, wenn wir hier 180 Grad haben bei 10 Bar und hier vielleicht 1 Bar auf dem Manometer Gegendruck haben, haben wir hier 120 Grad Celsius, entsteht hier drinnen aus dem siedenden Kondensat sofort wieder neuer Dampf, der Entspannungsdampf, der mit hoher Geschwindigkeit durchzischt. Da gibt es also einige Maßnahmen, damit es nicht zu Erosion kommt. Das ist alles aus hartem Edelstahl, 18% in Chromstahl gebaut. Da gibt es Verschleißschutz hier innen drinne gebaut für die Umlenkung, sodass das gut Sorge getragen wird, dass also auch wenn Entspannungsdampf jede Menge auftritt, es nicht zu einer Erosion kommt. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist schon mal, wir haben ein Gehäuse, das ist tiefer gebaut. Wenn mal ein bisschen Schmutz mit reinkommt, Magnetit oder andere Korrosionsprodukte, lagern die sich unten ab, haben eigentlich wenig Einfluss hier auf die Dichtheit des Abflusses. Es sei denn, es ist massiv, aber da haben wir natürlich auch Sorge für, was dann passiert. Wenn es sehr, sehr viel Schmutz ablagert, muss man wieder was tun. Der Schwimmerableiter hat hier auch noch eine Haubenschraube. Das ist Standard bei diesem Modell, dass er eine Schraube oben hat, eine Schraube unten hat, weil man hier eventuell mal eine Pendelleitung anschließen muss, wenn er ungünstig verbaut ist und das Kondensat kann nicht frei zulaufen, muss die eine Pendelleitung wieder zum Kondensatausdruck des Wärmetauschers gelegt werden. Aber das sind so Feinheiten, über die man sprechen kann. Was dieser Ableiter nicht kann, was wir hier sehen, er kann nicht entlüften. Beim Anfahren würde hier Luft drin sein. Die Luft wäre für den Ableiter wie Dampf. Er würde unten bleiben und würde also dann auch nicht ausschleusen können. Also dafür müssen wir nachher nochmal Sorge tragen, was wir dagegen tun. Wir haben eben gesprochen darüber, dass diese Bohrung, die wir dort sehen, also die Bohrung, die hier sich befindet, das Abflussorgan, unterschiedlich sein muss. Wir müssen unseren Kunden also als erstes fragen, willst du den Ableiter vertikal verbauen oder horizontal verbauen? Das H- oder V-Modell, welches brauchst du? Sie können das da auch vor Ort umbauen, aber schöner ist natürlich, wenn Sie gleich alles richtig geliefert bekommen. Dann fragen wir Sie, ist es Sattdampf? Dann kriegt er automatisch eine Entlüftung mit eingebaut, die zeige ich Ihnen gleich. Die nächste Frage ist, was ist die Menge an Kondensat, die er ausschleusen soll? Was ist der Vordruck und der Gegendruck? Und danach bestimmt man dann, das ist die falsche Richtung, hier muss ich mal draufklicken, wie groß wird die Bohrung? Das sogenannte Abflussorgan für 2 Bar Differenzdruck hat einen Durchmesser von 8 mm an den Nennweiten 15 bis 25, während wir zum Beispiel bei 13 Bar nur noch die Hälfte haben, 4,1 mm Durchmesser, bei 13 Bar Differenzdruck haben wir 32 Bar Differenzdruck, also das, was wir mit dem PN40-Gerät maximal machen können, wird die Bohrung reduziert auf 3 mm, das sind die Werte für Nennweite 40, 50, 65 und Sie sehen schon, das ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt, ich könnte natürlich generell immer diesen nehmen, aber durch diese Bohrung passt nicht viel Kondensat durch. Also von daher fragen wir schon, welche Kondensatmenge ist auszuschleusen, denn danach richtet sich hier in dem Heizwasserleistungsdiagramm, also in dem siehenden Diagramm, hier unten ist der Differenzdruck, hier ist der Durchfluss, welches Abflussorgan geht denn? Wenn Sie uns natürlich sagen, ich habe einen Differenzdruck von, sagen wir mal 8 Bar, eine Menge von 200 Kilogramm, dann können wir alles nehmen. Dann könnten wir auch das Abflussorgan für 32 Bar geben. Wenn Sie uns aber sagen, ich habe 8 Bar Differenzdruck, möchte aber 800 Kilogramm durchschleusen, dann muss ich hier die Linie nach oben gehen und sehe, Mensch, ich muss das AO8 nehmen, denn die 800 Kilogramm gehen auch nicht durch das für 13 Bar Differenzdruck durch. Ich muss diese Linie nehmen. Aber wie gesagt, das ist im Auslegungsprogramm mit drin, das wird abgefragt und dann wird der richtige Ableiter ausgelegt. Wir haben, weiß ich, manche von Ihnen kennen vielleicht noch unser altes Modell, den UNA 23 oder UNA 26. Dort hatten wir eine Entlüftung drin, die war nicht so optimal mit einem Faltenbalg. Das wurde zwar oft 30 Jahre lang so gebaut, aber dann hat man festgestellt, komm, wir müssen mal das ganze Modell ändern. Der UNA 23, 26 war auch nicht von horizontal auf vertikal umzubauen. Und das lag uns am Herzen. Einerseits, weil wir weniger Rohteile dann haben, wenn wir eine runde Gehäusedichtung nehmen.
aber auch für den Kunden im Vorteil, dass man also vor Ort sogar die Haube von links nach rechts stecken kann, wenn man entsprechend die Durchflussrichtung oder das Gehäuse jetzt eben so dreht, dass es anders wird, kann die Haube auf die andere Seite auch. Aber ganz wichtig, diese Membrane, die Entlüftung ist einfach viel besser geworden. Die Schnurrkugel, das Gestänge und die Rollkugel ist alles gleich geblieben, aber hier haben wir einiges verbessert. Wir haben auch hier ein besseres Material im Sitz verwendet, sodass der Strahlverschleiß viel weniger ist. Beim alten Gerät war hier drin noch ein Deflektor drin, der den Erosion verhindern sollte, brauchen wir nicht mehr. Durch die weite Öffnung hier hinter und den verbesserten Materialien haben wir auch eine größere Durchsatzleistung hinbekommen. Bei gleichem Bauvolumen, beziehungsweise bei kleinerem Bauvolumen, das Durchsatzvermögen gehalten und. Dann das bessere Schmutzablagerung hier unten ist realisiert worden und auf Wunsch kann man sich auch einen Schmutzfilter mit einbauen. Ich persönlich bin da kein großer Freund von, denn der Schwimmableiter ist an sich so schmutzunempfindlich, dass ich das nicht brauche. Ich hätte viel zu viel Angst als Betreiber, dass sich hier irgendwelche Flusen, andere Fasern reinsetzen und der Schmutz hier wieder dicht ist. Ich muss wieder abstellen, aufmachen, säubern. Das kann ich mir eigentlich schenken, denn der Ableiter verkraftet das. Es gibt eine andere Möglichkeit, das mit Schmutz fertig zu werden. Hier drinnen, da wollen wir mal gucken, habe ich irgendwas vergessen? Nein, Umstellung. Wo ich noch drauf komme, ist also hier gleich auf das Handentlüftungsventil. Sie sehen hier schon, ist keine Schraube mehr drin, sondern es ist ein Ventil eingebaut. Dieses Ventil brauchen wir an sich nur dann, wenn wir. Hoppla, das ist aber eine schnelle Animation, die habe ich vorhin gar nicht so gesehen. Dieses brauchen wir nur dann, wenn wir überhitzten Dampf haben und müssen die Simplex-Version nehmen. Die Entlüftungsmembrane ist nicht für überhitzten Dampf geeignet, dann entlüftet man von Hand. Eine zweite Möglichkeit, wo ich dieses Entlüftungsventil gebrauchen kann, ist, wenn ich mal prüfen will, ist, entwässert der Ableiter staufrei. Dann kann ich das Ventil aufmachen, kommt Dampf raus, ist mir sofort klar, alles ist in Ordnung. Am Ableiter liegt meine schlechte Wärmeübergang im Wärmetauscher nicht, es muss was anderes sein. Kommt hier allerdings Wasser raus und da ist auch noch ein bisschen kälter, was gar nicht sofort verdampft, also nicht siedend heiß, weiß ich, oh, da ist irgendein Problem, kann durch Wasserschlag irgendwas kaputt gegangen sein, ist der Zulauf nicht richtig, ist die Rollkugel kaputt, habe ich zu viel Belastung, ist es das falsche Abflussorgan, das kann ich hier dran sehen. Auf der anderen Seite hier haben wir, mit den Hebel können wir hier eine kleine Betätigung machen, an der können wir eine Aufstellvorrichtung im Notfall auch, wenn die Schmirgelkugel durch einen Wasserschlag beschädigt ist und kann gar nicht mehr aufschwimmen, können wir die manuell hochstellen. Aber das ist nicht der Hauptursache. Die andere Vorrichtung ist zum Ausblasen von Schmutz da. Habe ich Probleme mit Magnetit, mit anderen Zusätzen der Chemie im Kondensat, im Dampfsystem und es kommt vermehrt Produkte, die nicht flüssig sind, in den Ableiter rein. Schlamm wie der Kuckerei in Bottrop habe ich mal gehabt, die haben jede Schicht diese andere Vorrichtung hochheben müssen, weil immer wie Sotter mit in den Kondensat rein kann von den direkt beheizten Tauscherkolonnen. Und dann kann man hier sehr schön ausblasen und wieder Dampfdichtheit darstellen. Demonstrieren wir auch gerne hier auf unserem Prüfstand, dass wir dann mal hochheben, alles Kondensat rausschleusen, wir runterlassen, damit die Kunden auch sehen können, wie absolut dicht so ein Schwimmerableiter arbeitet. Das sind also noch optionale Sachen, die man machen kann. Am Schwimmerableiter, was sich auch natürlich immer mehr aufkommt, ist diese ja, Remote Control, also die Fernüberwachung von Produkten, die man also über Wegentschalter etc., genauso auch bei den Schwimmableitern, wollen manche Kunden unbedingt wissen, ist er dampfdicht, dann bauen wir unten Elektrode ein, die in dem Wassersumpf quasi drinne steckt und Kondensat misst und sagt, nein, da ist Kondensat, da geht kein Dampf durch, der Ableiter ist absolut in Ordnung, das Kondensatsystem wird nicht durch diesen Ableiter belastet, beziehungsweise wir haben keinen Dampfverlust, wir verlieren kein Geld über den Ableiter. Was passieren kann, das ist die untere Elektrode. Eine zweite Elektrode hier in der Haube eingebaut, würde messen, in dem Fall, wenn es zu einem Kondensatstau käme und der Ableiter würde nicht richtig ableiten und es würde zu viel Kondensat da sein, würde diese Elektrode eintauchen und darüber Auskunft geben, dass es sich um einen Kondensatstau handelt. Die Ursache muss dann erforscht werden, was sie sein kann. Das sind also Zusatzsachen, die, sagen wir mal, bei 3 bis 5% der Ableiter mal mit eingebaut werden. 95, 98% der Ableiter gehen standardmäßig hier bei uns raus, ohne solche Zubehörteile.
Einen besonderen Fall, der auch noch mit anzusprechen ist, wo ein Stromableiter auch überhaupt kein Problem mit hat, thermischer Ableiter schon eher, ist, wenn wir eine Siphonentwässerung machen müssen. Entweder an einem schwenkbaren Kochkessel, wie im Bild links dargestellt, oder bei einem rotierenden Zylinder in der Folienherstellung, Teppichindustrie, überall wo was rotiert, muss man das Kondensat aus dem rotierenden Teil oder hier vom Schwenken vom Kochkessel unten hochziehen, über diesen quasi Schnüffelrohr nach oben rausziehen, das Kondensat über den Kondensatableiter ausschleusen und dann ins Kondensatnetz geben. Aber wenn das Kondensat weg ist, geht natürlich in diesen Schlauch Dampf rein, Saugdampf. Und was macht der Ableiter, wenn er Dampf verursacht? Macht zu. Ist ja okay, das soll er auch machen. Dieser Dampf steht jetzt hier fest drin, ist auch im Dampf rum, hat also kaum Gelegenheit zu kondensieren. Aber hier unten ist schon wieder Kondensat durch den Heizprozess angefallen. Und dieses Kondensat wird sich immer weiter füllen in die, im rotierenden Zylinder. Oder, Entschuldigung, bei uns gab es heute Grünkohl in der Kantine. Da mussten wir einfach hin und jetzt kommt das ein ganz kleiner Aufsetzer hoch. Aber an Grünkohl kann ein Bremer nicht vorbeigehen. Grünkohl und Pinkel, wenn ich das in Erinnerung rufen darf. Also hier, das Kondensat schaut an, gleich der Wärmeübertausch. Es muss aber die Dampfblase weg. Und dazu brauchen wir diesen kleinen Bypass innen drin. Und an solchen Einsatzstellen kann man also auch den Schwimmerableiter sofort mit diesem inneren Bypass benutzen. Noch ein Wort hierzu. UNA ist uns nicht bekannt. Das hat an der ist im letzten vorigen Jahrhundert entstanden. Wahrscheinlich Universal-Niveau-Ableiter oder einzigartig, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vierte Generation, 5 ist also ein Sphärogusshaube mit einem Stahlgehäuse. 6 ist Stahlgehäuse, Stahlhaube, also Gussstahlhaube. Und das A steht für ostindischen Edelstahl. Das sind Materialangaben für diesen Ableiter. Wir befinden uns also tatsächlich in der vierten Generation. Einer der ersten mit der kleineren Ableiter war der UNA 1, also der erste Generation, UNA 15 oder 16, je nach Druckstufe, wo wir schon die automatische Lüftung drin hatten, wo die Membrane wieder zu sehen ist, die Rollkugel, das Gestänge. Aber aus Preisgründen war dieser Ableiter eben nur ohne Haubenschrauben standardmäßig geliefert worden, also kein Schmutzablass möglich, keine Bändeleitung möglich, Gehäuse war aufgesteckt. Und immer wenn es um die Kampfpreise geht, dann kommt der UNA 1 zum Einsatz. Der ist gut genug für 500 Kilogramm Kondensatanfall, also 250 kW Heizleistung. Und da man viele Kunden auch sagen, gerade in der Textilindustrie, ich möchte keinen Bimetall mehr haben, der ist mir zu träge, zu langsam. Meine Produktion hat sich geändert. Ich werde immer schneller mit meinen Taktzeiten. Dann muss man auch einen Ableiter, der mit Taktzeiten gut zurechtkommt, den Ableiter hier nehmen. Gegendruck beeinflusst den Ableiter auch nicht, nur in der Leistung, in der Durchdruckleitung an sich entwässert er genau auf der Sattdampflinie und macht das, was man von der Ableiter will, staufreie Entwässerung in allen Gelegenheiten. Längst ist diese Rollkugel, die wir eben gesehen haben, mit dem Abschlussorgan auch irgendwo in der Leistung beschränkt. Man kann ja nicht erwarten, dass man mit der Schwimmerkugel hier riesige Mengen an Kondensat über eine noch so große Bohrung ausschleusen kann. Denn wenn wir bei 7000 Kilogramm, also 7 Tonnen Kondensat ankommen, bei Nennweite 65, das ist so die Grenze des Rollkugelverfahrens, gehen wir auf eine anders geführte Abschlussorganöffnung rüber. Das ist ein Faltenbalg vorgesteuerter Ableiter. Dort hebt also die Schmuckkugel, wenn sie aufschwimmt, ein kleines Ventilchen an. Das Ventil öffnet, lässt den Druck hier absinken. Durch den sinkenden Druck kann der Vordruck in der Haube einen viel größeren Sitz freigeben. Und dort schaffen wir es also tatsächlich bis zu 15,5 Tonnen Kondensat abzuleiten mit der gleichen Nennweite 40, 50, 65. Das ist eben, wie gesagt, der UNA 4 Max, der dann zum Einsatz kommt, für sehr viel größere Kondensatmengen. Aber ist seltener, dass also einer in dem Leistungsbereich will. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo kurzfristig große Mengen Kondensat anfallen, die dann schnell ausgeschleust werden müssen. Und dann das dauert vielleicht noch 4-5 Minuten, diese Spitzenstoßzeit. Da brauche ich das Organ dann. Und danach habe ich meine normale Kondensatmenge von 1000, 2000 Kilogramm. Aber auch das schafft dieser Regner natürlich super auszufedern. Er stellt sich genau auf die Menge ein und macht dann einen Teilbereich nur auf. Im Hochdruckbereich wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, wenn wir in den Kraftwerksbereich gehen.
Sturheizkraftwerke, Kohlekraftwerke. Diese Schwimmbadleiter müssen natürlich ein ganz dickeres Gehäuse haben, müssen druckfester sein. Die Schwimmerkugeln sind druckfester, sind so schwer, dass sie alleine nicht mehr aufschwimmen können. Deswegen das Gegengewicht schon, um das Gewicht auszugleichen. Wir befinden uns eigentlich immer im Heißdampfbereich. Der Membranableiter geht nicht mehr. Es kommt ein Bimetallkondensatableiter für die Anfeinlüftung zum Einsatz. Parallel kann man natürlich auch das alles ohne den Bimetall nehmen und Handentlüftung fahren. Wenn ich einen Dauerbetrieb habe wie im Kraftwerk, dann wird oft darauf verzichtet aus Kostengründen. Dann nimmt man hier ein Handentlüftungsventil, fährt dann einmal, wenn man die Revision hinter sich hat, das Ganze an. Dann kommt hier irgendwann ja der überhitzte Dampf auch raus und dann mache ich zu und dann ist der Ableiter in Funktion. Auch da vertikal, horizontal mit dem Schwimmableiter ist genauso universell auch umbaubar, wie es bei dem INA4-Programm war. Seit 4 Jahren jetzt haben wir auch die uralten Ableiter, die wir quasi 1870 schon von unserem Partner, der damals die gebaut hat, das war KSB, der ist um 1870 angefangen mit den Schwimmerableitern, mit dem Schieberabschluss, nicht mit Rollkugel, das hat Gestra dann irgendwann in den 70er Jahren aufgekauft, die ganzen Patente von KSB. Und aber diese uralten Schwimmerableiter haben wir jetzt aus dem Programm genommen und dafür auch den UNA 4 eingesetzt, den UNA 43, 46, Sphäroguss oder Stahl, dann bei der 18 bis 150 für Mengen, die weit über die 80, 90 Tonnen hinausgehen. Dann kommt der Ableiter zum Einsatz. Ist wieder Rollkugelabschluss, Schwimmer drinne, mit entsprechenden Bohrungen in der Haube drinne, wo man alles anbauen kann. Das Bild soll mich nur daran erinnern, diese Isolierung. Jawohl, man darf Schwimmerableiter einisolieren. Es ist eine große Gehäusefläche, wir haben Abstrahlungsverluste und wenn man mal die Nennweite 50 nimmt und man hat die nicht isoliert, dann baut sich dort ungefähr so 1,2 Kilogramm Kondensat pro Stunde ab als Wärmeübertragung nach außen. Das kann ich sparen, wenn ich das Ganze einisoliere. Es ist nicht verkehrt, wenn sich was bildet. Für uns ist es immer gut, dann hat sich immer eine kleine Kondensatvorlage, die sich wieder aufbaut. Auch bei Nulllast haben wir unser Kondensat im Gehäuse. Aber für den Betreiber sind das Energieverluste. Und selbstverständlich kann man so einen Ableiter dann auch einisolieren und damit noch ein bisschen was rausholen. Dann gibt es einen Sonderfall. Wir haben den Schwimmerableiter immer wieder im Einsatz am Wärmetauschern, wo ein Regelventil gesteuert von dem Produkt auf und zu macht und Dampf drauf gibt oder Dampf wieder schließt. Und das ist auch sehr schön bei uns hier am Glasmodell in Bremen zu sehen, wie schnell das ins Vakuum abstürzen kann, dass wir auf einmal einen negativen Vordruck haben. Und damit ist ein Schwimmerableiter chancenlos. Wenn wir das mal anschauen, dafür gibt es diesen Pumpkondensatableiter, den Gleitleiter mal genauer, hier erstmal die Einbauhinweis. Hier sitzt der Kondensatableiter. Wenn es ein normaler Schwimmerkondensatableiter wäre und das Regelventil schließt, weil das Produkt warm genug ist, dann geht das hier ins Vakuum rein. Und damit leiten wir gar nichts mehr ab. Denn oft ist ja im Kondensatsystem ein etwas höherer Druck. Wir gehen in die Gebäudedecke oder ein Stockwerk höher oder wir haben eine Entspannungsdampfanlage dahinter mit einem Gegendruck. Und wenn wir hier 1-2 bar haben, brauche ich also mindestens auch hier 2,2 bar, um gegen die 2 bar anzukämpfen. Wenn mir das aber fehlt, weil das Regelventil schließt, ist eine immense Gefahr da. Er kann nicht mehr ausschleusen. Ein Rückschlappventil, was hier hinter eingebaut wäre, würde schließen. Wir hätten einen Kondensatstau. Der Kondensatstau geht hier in den Wärmetauscher rein. Bei Vakuum kann diese Temperatur auf 70 Grad runtergehen und dann steht der Kondensat mit 70 Grad drin. Dann haben wir auch immer die Produktionsänderung wieder. Es kommt wieder ein frisches Produkt an, was sofort erwärmt werden will. Chargenänderung auf der Seite. Es wird kalt. Sofort sagt das pneumatische Regelventil, oh, ich muss Wärme reingeben. Voll auf, innerhalb von 30 Sekunden ist ja so ein normales Regelventil dann geöffnet. Und wenn dann dieser Sattdampf auf das 70 Grad Kondensat kommt, hat man eine Wasserschlagknallerei, die man nicht mehr beherrscht, wo also auch Bauteile zerstört werden. Schweißnähte, Dichtungen fliegen weg, Menschen werden gefährdet. Wir müssen also Sorge tragen, dass auch in dem Fall, wo hier gar kein Druck ist und da ein Gegendruck ist, trotzdem das Kondensat ausgeschleust wird. Und das übernimmt der Pumpkondensatableiter.
Er hat also normalerweise eine reine Schmörmer-Funktion, kann ungefähr 2 Tonnen Kondensat ableiten, hat hier eine Verbindung zum Kondensataustritt des Wärmetauschers, sodass wir also ein kommunizierendes Gefäß haben und das Kondensat richtig schön einlaufen kann. Wir brauchen nur ein bisschen tiefer bohren, 0,5 Meter, das reicht uns vollkommen, weil wir ein Rückklappventil, was hier im Eintritt sitzt, öffnen müssen mit diesem Druck. Sollte allerdings dieser Druck fallen und der Druck ist weniger und hier ist noch Kondensat drinne, dann passiert im Ableiter Folgendes, Richtung dahin, dieser Schnummer geht nach oben, über seine normale Stellung überweg und schaltet mit einem Gestänge diese Steuereinheit um. An der Steuereinheit wird umgestaltet, dass diese Pendelleitung, die wir eben gesehen haben, geschlossen wird und dafür eine Treibdampfleitung geöffnet wird. Das Ganze sieht so aus, dass also diese Leitung geschlossen wird. Er hat ja keinen Druck mehr drin. Es ist ja vielleicht sogar ein Unterdruck, aber Kondensat da. Also muss er sich Fremdenergie holen. Das macht er, die schließt er. Und diese Treibdampfleitung wird geöffnet. Die sitzt an der Dampfleitung. 4 Bar, 3 Bar, je nachdem, was da mit der Dampfleitung liegt. Maximal 13 Bar. Dieser Dampf wird in das Gehäuse geleitet und drückt jetzt sofort das Kondensat in die Kondensatleitung rein. Dazu müssen wir natürlich. In die falsche Richtung. Dazu müssen wir natürlich Folgendes hier haben. Wir müssen hier ein Rückstabventil haben, das dann schließt, wenn dieser Druck niedriger ist als da, damit nicht von hinten Kondensat reinläuft. Und wir brauchen ein zweites Rückstabventil hier vorne am Eintritt. Wenn Kondensat kommt, muss es hier reinfließen können. Kommt aber der Treibdampfdruck, soll der nicht in den Wärmetauscher gehen, dann macht dieses Ventil zu. Also die sind alle voll mit integriert. Das Gerät ist absolut einbaufertig. Und kann so verwendet werden und kann also auch ganz schwierige Entwässerungsaufgaben sehr gut übernehmen. Und wie gesagt, so einen Stufendüsenkondensatableiter haben wir natürlich noch im Lieferprogramm, aber nur Nennweite 65 bis 150, Kupferschlammtrocknung, Zuckerindustrie, dort tauchen die auf. In Fallstromverdampfern in deutschen Raffinerien auch ein paar, aber die meisten gehen nach Südamerika, nach Indien, nach China, wo Großanlagen betrieben werden mit konstanten Kondensatmengen, also auch konstanten Verbrauch an Dampfmengen im Dauerbetrieb, wo man die einreguliert, hier ist der Schrottlast zu sehen, wo man dann die Menge sieht, was passiert da drinne, wann, wie weit muss ich den Kegel aufmachen. Das sind, ja, solange wie ich denken kann, bauen wir diese Kondensatableitung. Ich kann schon sehr lange denken. Okay, also auch über 100 Jahre im Lieferprogramm drinne. Gehen wir zu den thermischen Ableitern. Wir haben eine Physik in dieser Welt, die sagt uns ganz klar, bei welchem Druck Wasser am Sieden ist und ab wann wir mit Dampf zu rechnen haben. Wenn wir mit Überdruck rechnen, sind wir bei 10 Bar, also 11 Bar absolut, bei ungefähr 184 Grad Celsius, wo Wasser nicht mehr existieren kann. Bis 184 Grad haben wir Wasser, dann auf der gleichen Temperatur entsteht Dampf und bei 184 Grad haben wir auch Sattdampf. Bei 4 Bar Überdruck, also 5 Bar absolut, ist diese Grenze 151 Grad Celsius. Ich brauche nur die Dampftabelle nehmen und kann jeden Wert bis 221 Bar damit bestimmen. Damit ist aber auch klar, unterhalb dieser Kurve muss Wasser sein. Oberhalb der Kurve kann nur Dampf sein. Auf der Kurve ist Kondensat, Nassdampf und Sattdampf zu sehen. Schwimmerableiter arbeiten immer auf dieser Kurve. Sie folgen immer hier, je nachdem wie der Druck ist. Sie gehen ganz super hin und her und schleusen das Kondensat direkt aus ohne Kondensatstau. Die thermischen Ableiter müssen von dieser Kurve wegbleiben. Sie brauchen eine Unterkühlung. Bimetall braucht ungefähr so 20 Kelvin Unterkühlung und die Membrankondensatableiter liegen so bei 8 bis 10 Kelvin Unterkühlung. Also eine kleine Hysterie ist natürlich immer mit drin, aber wir sagen immer 10 Kelvin, kann auch mal 9 sein. Beim Bimetallableiter ist es ein bisschen druckabhängig. Bei niedrigen Drücken ist es eher 20 Kelvin, bei höheren Drücken geht dann auch schon mal auf 25, 30 Kelvin Unterkühlung. Aber sie arbeiten mit Kondensatstau. Deswegen heißt unser thermischer Ableiter auch der Bimetallkondensatableiter der Stauer. Er staut Kondensat an. Wir kommen mit dem Kondensat hier durch das Schmutzsieb in das Gehäuse hinein. Es umspielt den Regler. Hier ist die Düsennadel, da ist der Querschnitt, der freigegeben wird, wo das Kondensat ausschleust. Da wir von der Siedekurve wegbleiben müssen, ist also immer hier bei entsprechendem Kondensatanfall ein Kondensatstau vor dem Ableiter. Sehr schön zu sehen, wenn man Schaltschutz einbaut. Und somit staut das Kondensat zurück, damit es hier kälter ist. Ungefähr 20, 25 Kelvin kälter, kühler, wie immer es sagen will, als die Sattdampftemperatur ist. Dann schleust das Ganze aus und damit ist das in Ordnung. Was wirkt am Ableiter? Wir haben einmal die Temperaturkraft.
wenn das sich vom kalten Zustand langsam an die Siedetemperatur nähert, dehnen sich die Bimetallplatten gegeneinander aus. Das sind also immer zwei unterschiedliche osmotische Edelstähle, die hier verschweißt worden sind, die mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten. Und die beiden werden gegenschichtig gegen diese Platte dann also gestapelt. Fünf Paare sind eingebaut und das gibt einen Hub von 2 mm. Also haben wir einen Hub von 2 mm, wo dann geschlossen wird. Im kalten Zustand sind wir 2 und ein bisschen Millimeter weiter offen. Kühlt das Ganze wieder ab, dann geht diese thermische Temperaturkraft wieder zurück und der Betriebsdruck, Druck mal Fläche, wirkt auch hier, geht in Öffnungsrichtung. Das ist also die Wirkungsweise des Ganzen, wie das Ganze hin und her geht. Wenn wir uns das nochmal anschauen, so, jetzt dehnt das wieder aus, zieht hier die Düsen da an den Sitzrahmen und schließt dann früher oder später, da ist die Sitzkante. Jawohl. So, jetzt sehen Sie aber hier schon eine zweite Kammer, die sich bildet. Wenn der schließt, bildet sich da eine zweite Kammer. Das ist ein interessanter Effekt, den wir einfach ausüben müssen, weil diese Ableitung auch bei sehr hohen Drücken arbeiten soll. Und wir wollen ungefähr so ab 10 Bar dafür Sorge tragen, dass der Ableiter, wenn er öffnet, ganz öffnet, damit sich hier kein Schmutz absetzen kann. Dazu brauchen wir diese Kammer. Denn mit der Öffnung, wenn wir also hier Kondensat ausschleusen, bildet sich in dieser Kammer ein Spannungsdampf. Der kann hier gar nicht so schnell durchbilden, also einen kleinen Zwischendruck. Dieser Druck plus der Betriebsdruck versucht den Ableiter offen zu halten. Dagegen wirkt die Temperaturkraft. Sie kommt aber noch nicht gegen an. Irgendwann wird sie so groß, dass sie die Düsenlatte im Spalt zieht. Dann wird die Kondensatmenge, die hier reinströmt, weniger. Damit wird weniger Entspannungsdampf entstehen und der Druck bricht in dieser Kammer in sich zusammen und dann auf einmal schlagartig die Temperaturkraft stärker als die gesamten Druckkräfte und stießt den Ableiter. Das ist also eine Sache, die wir machen müssen, so ab 10 Bar aufwärts, damit wir den Sitz hier schonen. Es ist alles wieder Edelstahl, was da verbaut wird. Es ist oberflächennitriert, sehr harte Oberflächen geschaffen worden. Das ist einschließlich von Kohlenstoffatomen in der Oberflächenstruktur der Düsennadel. Aber das reicht nicht bei einer Zwei-Phasen-Strömung aus, um jahrelang tätig zu halten. Und dieser Ableiter soll ja sehr lange arbeiten. Das ist ein sehr robuster Ableiter, der Wasserschlag unempfindlich ist, anders als die Schwimmerkugel, der bei Frost auch mal einfrieren kann, hinterher wieder auftaucht, wieder weiterarbeitet. Das macht dem Ableiter alles gar nichts. Also von seiner Haltbarkeit her nicht zu übertreffen, der Bimeter-Kondensator. Für Kraftwerksbedingungen bis 250 Bar Betriebsdruck bauen wir diese, natürlich mit anderen Regler, aber die Bimeter-Ausführung. So. Was wir aber hier auch sehen ist, was passiert eigentlich, wenn ein Gegendruck herrscht? Wenn wir also 10 Bar Vordruck haben und haben 5 Bar Gegendruck. Die Temperaturkraft bleibt die gleiche. Das sind die von 10 Bar, die 180 Grad Celsius. Aber die Druckkraft ist ja um die Hälfte gemindert, weil hier ein Gegendruck herrscht. Das ist so ein kleiner Nachteil des Bimeter-Ableiters, dass der Gegendruck empfindlich ist. Wir sagen, bis 30% Gegendruck brauchen wir den nicht einstellen. Danach wird es ein bisschen komplizierter. Dann sollte man ein bisschen mehr dort auch am Einstellen machen, dass er die fehlende Druckkraft dann kompensiert bekommt. Das ist also da gegeben. Noch eine Sache, die man so sagen kann, dieser Regler hier hat eine besondere Form. Die wird, oh guck mal, da wird auch gerade schön mit Rot lackiert. Also die Farbe Rot, die hier nach der Einstellung vergeben, sagt nur aus, das ist der Ableiter mit 20 Kelvin Unterkühlung. Ist die Farbe Blau, hat der Kunde sich gewünscht, dass der Ableiter mehr Unterkühlung hat. Und bei einer Begleitheizung wollte er gar nicht 7 Teils entwässern, um nicht so Energieverluste zu haben, dann können wir den auch mit Unterkühlung liefern. Diese Aussparungen aber haben einen bestimmten Zweck. Wenn wir die, sagen wir mal, quadratisch oder kreisrund machen würde, wäre die Kennlinie des Bimetalls eine lineare. Ja gut, die Siedekurve ist so ab 15 Bar auch eine lineare, dann geht sie gerade durch. Aber zwischen 0 und 15 Bar ist eben die Siedekurve eine Kurve. Und eine lineare Ausdehnung der Platten würde dazu führen, dass im Druckbereich von 5, 8 Bar eine riesige Unterkühlung wäre, die wir dann aber bei 20 Bar nicht mehr haben oder eben auch nicht im unteren Druckbereich. Um das auszugleichen, haben unsere Entwickler hier einfach gesagt, wir verändern die Federkonstante des Bimetalls, indem wir hier Aufspannung reinbringen, sodass die Abstützung, die Federkraft sich nur unterschiedlich ausüben kann und somit der Kunde den Vorteil hat, dass er nichts einstellen muss. Egal welchen Druck er hat, sie kauft den Ableiter zwischen 0,
Dazu muss ich auch gleich sagen, ich würde nie einen Bimeter-Ableiter unter 1 Bar einsetzen. Der hat keine Leistung, der ist zu träge, zu langsam, er braucht ein bisschen Druck. Also ab 1 Bar Betriebsdruck aufwärts bis 32 Bar können Sie den ohne Nachstellung so einbauen. Wenn Sie unterhalb von 0, von 1 Bar sind, nehmen wir lieber einen anderen Typ. Ja, wie gesagt, Hochdruckbereich, schwerste Einsatzgrenzen, 250 Bar Differenzdruck, Sonderstähle an den Schrauben, hier an den Schraubenmaterialien auch, um auf, das ist noch nicht mal ein Maximum, wir müssen bis 650 Grad gehen mit besonderen Schraubenwerkstoffen für den überkritischen Dampfzustand. Also da ist richtig Entwicklung drin, da wird auch im Regler anders gedämpft drin, da ist die Führung anders der Düsennadel, weil da Schwingungen auftreten, von denen wir gar nicht träumen können. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Diese wirkt als Rückschlagssicherung. Also Wasserschläge gehen unter die große Düsennadel ran und schießen ihn einigermaßen. Sonst habe ich, glaube ich, alles gesagt und bin damit auch durch. Wenn Sie also geengte Einbauverhältnisse haben, wenn Sie wenig Stau nur sich erlauben können, weil Ihr Heizprozess sich verändert, wenn Sie einen Gegendruck haben, wenn Sie eine Taktmaschine haben, wie eine Bügelmaschine, Wäscherei oder wie eine Folierung, die also auch immer nur Land und Wand geschmissen wird. Wenn Sie in der Molkerei sind und haben dort also einen Pasteurisateur, der läuft eben nur von morgens 6 bis 14 Uhr, weil dann die Milch angeliefert worden war und es verarbeitet worden, dann haben Sie immer wieder verschiedene Betriebszustände. Der Bimeter-Alter liebt den konstanten Betriebsdruck. Er will einen Druck haben und darauf will er sich einstellen, dann ist er sein Leben lang glücklich. Der Membranableiter ist das ganz wurscht. Da können Sie jede für 3 Minuten mit neuem Betriebsdruck kommen, mit einer neuen Temperatur. Der Regler ist massemäßig viel, viel kleiner und kann sich also sehr gut auf einstellen. Gehäuse das gleiche, Schmutzsieb, ab in die Haube, Kondensat fühlen, welche Temperatur aufmachen, schließen, Kondensat ausschleusen. Das ist eigentlich die Aufgabe dieser kleinen Membrankondensatableiters. Die Membrane sind feste Edelstahl-Halbscheiben, die werden hier zusammengeschweißt. Vorher wird hier noch eine Hastelloy-Folie reingelegt. Also zwei Hastelloy-Folien, ein Nickelwerkstoff, der hochelastisch ist. Wir füllen da 2 Tropfen Flüssigkeit rein, die sehr ähnlich ist mit Wasser, aber eben ein bisschen früher verdampft. Es sind genau diese 10 Kelvin, die wir mit ein bisschen Geschick hinbekommen, dass diese Flüssigkeit das gleiche Siedeverhalten hat wie Wasser, aber eben 10 Kelvin früher. Das bedeutet, bevor wir in der Siedekurve sind, verdampft die Flüssigkeit. Dadurch entsteht ein großes Volumen, der Innendruck erhöht sich und schließt. Also gerade dort, wo wir also dann schnell wechselnde Mengen haben, nehmen wir den Membranableiter. Wo der Betriebsdruck unter 1 Bar ist, nehmen wir den Membranableiter. Man kann auch noch ein Bimetall nehmen, aber ich persönlich bin dann mehr für den Membranableiter. Und man kann bei verengten Platzverhältnissen, wo ich keine Staustrecke habe, ist der ideal, weil der so schnell reagiert. Wie gesagt, Bimetall, Membranableiter nicht einisolieren, nur Schwimmerableiter, damit Sie auch wirklich die Veränderung in der Kondensattemperatur besser nach außen mitbekommen. Dann haben wir hier auch noch als Flüssigkeit, können wir also die Normalflüssigkeit nehmen mit 10 Kelvin Unterkühlung oder die U-Flüssigkeit für Unterkühlung mit 30 Kelvin Unterkühlung. Es gibt auch welche, die sind dichter an der Saftdampfkurve dran, die H-Füllung, wenn wir auf 5 Kelvin ran müssen oder sogar destilliertes Wasser für sehr spezielle Anwendungsfälle verbauen wir in unserer Produktion in die Membran hinein. Gegendruckabhängig ist es überhaupt nicht, weil nur der Vordruck für die Wirksamkeit arbeitet. Allerdings sind die so schnell und die Reaktion, diese Hysterese für Öffnen und Schließen ist ja nur 1 Kelvin, genau wie bei Wasser auf der Siedekurve kondensieren und verdampft, bei gleicher Temperatur macht das auch unsere Steuerflüssigkeit. Das heißt also, die Reaktionszeit ist sowas von kurz, dass bei kleinen Kondensatmengen dieser Sitz sich gar nicht ganz öffnet. Und um das zu verbessern, haben wir also dann in den 70er Jahren, also wann war das? Das war so schon gleich 1970, ich war noch gar nicht in der Firma, so jung bin ich noch, kann man mal sehen, dass wir hier Probleme hatten. Wenn der Sitz sich nicht ganz öffnet, ist der Schmutz empfindlich. Deswegen mussten wir noch eine zweite Sitzvariante mit kreieren, oder musste man damals, nicht wir, sondern die Vorväter, und haben dann einen sogenannten Tandemsitz entwickelt. Bei dem
schließt zuerst hier unten ein Kugelzapfen und wenn der schließt, ist der Hauptsitz noch geöffnet. Aber in dem Moment, wo er schließt, weil er hier so ein bisschen Vorführung hat, kommt es zu einem Druckabfall. Dieser Druckabfall bewirkt eine Strömung und diese Strömung drückt quasi alles, was hier um den Sitzgegend ist, weg. Und dann heißt im drucklosen Zustand mit freigepustetem Hauptsitz schließt dann die Membrane komplett ab und schließt. Diese Version empfehle ich dringend immer zu nehmen, wenn Ihre Kondensatmenge unter 100 Kilogramm ist, weil wir dort tatsächlich dann öfters mal gehabt haben, dass sich der Einsitzableiter nicht ganz öffnet und hier ist die Gefahr, dass Magnetit sich absetzen kann und der Ableiter undichter wird. Lebensdauer dieses Ableiters, Schwimmerableiter, fangen wir mal so an. Schwimmerableiter haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mein ältester war in meinem Heizkraftwerk in Ulm. Der war 45 Jahre im Einsatz. Kraftwerk. Super Kondensat, kontinuierliche Bedingungen, keine Wasserschläge, der wurde uralt. Generell kann man sagen, Schwimmerableiter ohne Wasserschläge 15, 20 Jahre können sie locker schaffen. Gleichmäßiger Betrieb wäre noch besser, aber auch wenn die Kondensatmenge schwankend ist. Die Bimetallableiter leiden nur unter Magnetit. Wenn Magnetit im Spiel ist, dann werden sie nicht so alt, dann können sie auch mal schnell undicht werden. So 3-4 Jahre haben sie dann, ist kein Magnetit, ist die Chemie des Kesselwassers in Ordnung. Hat man da alles richtig gemacht? pH-Wert im Kessel liegt bei 11. Super, denn passiert auch nichts auf dem Dampfsystem. Bimetallableiter 15, 20 Jahre Lebensdauer. Die Membrane arbeitet ständig. Sie ist hektisch. Sie macht auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Nicht so schnell, wie ich es gesagt habe, aber schon so in einer Minute ein, zweimal, dreimal vielleicht. Und das bedeutet, dass diese Folie hier immer wieder bewegt wird. Das ist nun mal Nickelmaterial, das ist schon sehr gut, aber nicht unendlich. Da können Sie so von 3 bis maximal 4 Millionen Lachspiele ausgehen. Und das sind wiederum runtergerechnet dann so 6 Jahre. 6-7 Jahre Lebensdauer für den Membranableiter. Hat man mehr Kondensat auszuschleusen, gibt es die in Nennweite 25 mit 2 Membran, in Nennweite 25 mit 3 Membran und in Nennweite 40, 50 auch mit 4 oder mit 9 Membran, um Mengen zu schaffen oder auch nur um zu entlüften. Damit haben wir also eine hohe Ansprechempfindlichkeit, unabhängig vom Gegendruck, sehr guter Entlüfter, wird ja auch in den Schwimmerableiter mit eingesetzt, Einbaulage beliebig, Tandemabschluss für kleine Kondensatmengen, Rückschlagssicherung ist drin gegen Wasserschläge, also viel geschaffen, damit das zu einem universellen Ableiter wird. So, jetzt sind wir eigentlich schon an unserem 45-Minuten-Grenze, aber ich muss noch eben 2 Ableitertypen vorstellen, damit Sie die auch gesehen haben. In Deutschland nicht so verbreitet, in Amerika schon, aber in Deutschland gibt es auch die Firma Armstrong, die dafür verkauft. Und auch der Glockenschwimmer-Kondensatleiter ist ein mechanischer Schwimmerableiter, der sehr gut arbeitet. In vielen Fällen, wir haben also hier ein Gestänge, das Kondensat fließt nach unten, wird umgelenkt unter einer Haube. Sollte Dampf oder Luft kommen, wird diese Haube hochgehoben. Bei Luft ist es ein bisschen blöde, weil die Luft, die in der Haube drin steckt, wir haben Siedebedingungen, die kondensiert ja nicht und gar nichts. Sie würden uns den Ableiter für ewig geschlossen halten. Deswegen haben die Hersteller hier eine kleine Bohrung eingebracht, sodass dort also die Luft entweichen kann. Das wäre immer gut. Hier haben wir das Abflussorgan wieder, auch bei dem Glockenschwimmerableiter gibt es eben verschiedene Durchmesser, je nach Differenzdruck, die dort gemacht sind. Kommt Kondensat an, fällt die Glocke durch ihr Eingewicht da unten, der Abfluss wird durch das Gewicht vom Sitz gezogen und kommt dann, ist das Kondensat ausgeschlossen, es strömt Dampf nach, wird unter die Glocke geleitet, macht der Ableiter wieder zu. Sehr gut, dass der Abflussorgan oben ist, denn hier unten ist der Schmutz. Teilweise nur gut, denn der Abschluss sitzt im Dampfraum. Im Dampfraum etwas dicht zu gehen, ist immer schwieriger, wie beim Kugelschwimmerkondensat, weil mit der Rollkugel im Flüssigkeitsbereich abzudichten. Das ist ein kleines Manko. Nachher Zeit wird ja auch hier ein Verschleiß auftreten vom Gestänge und dieser Ventil trifft nicht ganz genau mit der Kugel und dann ist der Dampfverlust da. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist diese Bohrung. Denn die Luft ist ja nur in den ersten halben Stunden da. Danach ist Dauerbetrieb vielleicht. Das heißt, im Dauerbetrieb geht hier Dampf durch. Der füllt hier oben auf, legt den Ableiter kurz im Öffnen, schließt wieder. Diese Bohrung, die wir einbringen müssen, als Hersteller dieser Ableiter, gut, Gießer bohrt jetzt nicht, aber die anderen Hersteller, ja, heißt Dauerdampfverlust, der liegt in der Größenordnung bei der Nennweite 15, 20, 25, bei 0,8 Kilogramm pro Stunde und wird im Leben nie weniger werden.
Bei der Weite 50, 65, 40, 50, 65 ist der Dampfverlust dann eher bei 1,3, 1,4 Kilogramm pro Stunde. Und wir werden in der nächsten Woche ja über die Lebenszykluskosten sprechen und dann werden wir auch berechnen, was das für ein Preis ist, was dahinter steckt. Aber für Anlagen mit hohem Schmutzanfall kann man sogar auch manchmal einen Glockenspannbeiableiter empfehlen, wenn nicht die Energiepreise so steigen würden und uns das wehtut. Dann haben wir den thermodynamischen Ableiter, der macht sich das Gesetz von Bernoulli zu nutzen, denn hier drin ist ja nur diese kleine Ventilplatte, die in der Haube hier oben hoch und runter sprengt. Das macht sie nicht, weil irgendwie Kondensat flüssig ist, sondern weil etwas anderes passiert. Ableiter ist geöffnet, kaltes Kondensat oder auch siedendes Kondensat treten aus. Kondensat ist eine Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit kann nur mit einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit über einen Sitz strömen. Das ist einfach begrenzt auf ungefähr 2, 3 Meter pro Sekunde, mit der die Flüssigkeit hier durchrauschen kann. Auch durch die Geometrie, die man hier drinnen verbaut hat. Die Ventilplatte ist also im oberen Anschlag geöffnet. Jetzt wird langsam aber das Ganze so heiß, dass entweder ein Spannungsdampf entritt, beziehungsweise dass die Dampfströmung einsetzt. Dampf kann erheblich schneller strömen. Da liegen wir bei 20 Meter pro Sekunde. Und unser Herr Benoni sagt, das geht aber so nicht. Wenn ihr die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, dann muss dafür was anderes weniger werden. Und das passiert ja exakt. Das ist der Grundbaustein dieses thermodynamischen Ableiters. Die Geschwindigkeit wird erhöht, dadurch fällt der Druck hier. Aber wir hatten schon überhalb der Platte einen Druck und Druck mal Fläche ist Kraft. Diese Druckkraft will an sich daran schließen. Sie wartet nur darauf, dass hier unten der Druck ein bisschen sinkt. Und das passiert, sobald die Dampfströmung einsetzt, weil dann der Druckabfall nach Bernoulli kommt und die Druckdifferenz hier dazu führt, Druck mal Fläche. Unten ist dann halt weniger Druck, oben ist noch der gleiche Druck. Die Fläche ist auch größer als hier unten, also schließen wir. Diese Dampfblase hält den Ableiter geschlossen jetzt und wartet darauf, dass wieder Kondensat kommt. Das kann zwar kommen, muss das Kondensat muss warten, bis diese Dampfblase hier kondensiert ist. Das geht relativ gut. Ja, es sei denn, es ist Luft mit drin. Luft ist gar nicht gut. Wenn Luft hier drin ist, dann macht er nie wieder auf. Das heißt also, da verzweifeln auch manche Wäschereibesitzer dran, dass der Ableiter geschlossen ist, obwohl sie produzieren wollen, weil hier oben die Luft ist. Dann wird also die Gießkanne geholt, hier Wasser drauf gegossen, damit die Wärmeübertragung besser ist. Aber im Grunde genommen reicht das gar nicht. Die Hersteller der thermodynamischen Ableiter, also auch Gestra, die das Gerät importiert von woanders her, man muss hier eine kleine Leckage einbauen. Leckage, dass die Luft von hier in diesen Kanal kommen kann. Und diese Leckage ist also bei einem nagelneuen thermodynamischen Ableiter ungefähr so 0,4 bis 0,5 Kilogramm pro Stunde, die man hier schon generell einbaut, um eine Lüftung hinzubekommen. Denn auch diese Ableiter muss ja irgendwie luftlos werden. Bedeutet aber, wenn er dann entlüftet hat nach einer halben Stunde, geht er natürlich auch wieder Dampf verloren, weil die Blase ja schneller weggeht. Es wird noch viel schlimmer. Diese Platte hier, die Steuerplatte, knallt hin und her. Und dieses Hin und Her heißt Metall auf Metall. Und Metall auf Metall heißt, irgendwann wird es undichter. Und je älter der wird, im nagelneuen Zustand irgendwas um die 0,4, 0,5 Kilogramm Dampfverlust. Und das steigert sich rasant auf 2, 3, 4, 5 Kilogramm nach 2, 3 Jahren, weil diese eingeschliffene Ventilfläche immer schlechter wird und damit die Dampfblase nicht mehr, die ihn eigentlich zum Schließen bringen soll. Ja, das waren mal unsere Ableiter im Schnelldurchgang durch, dass man sich das mal anschaut. Wie gesagt, im nächsten Dienstag geht es ja darum, um die Lebenszykluszeiten dieser Ableiter mal zu betrachten. Macht es Sinn, einen Schwimmableiter für 600 Euro zu kaufen, wenn ich einen thermodynamischen Ableiter kaufen kann für 120 Euro? Das muss man einfach mal diskutieren und auch da mal sich die Messwerte aus den Prüflaboren anschauen. Was macht welcher Ableiter? Und vor allem, was kostet mich das eigentlich, wenn ich meine Ableiter nicht überwache? Wenn ich die nicht mal kontrolliere, ob sie ein Jahr dampfdicht arbeiten? Soll ich halbjährlich prüfen? Soll ich jährlich prüfen? Das wollen wir uns nächste Woche anschauen. Für heute bin ich mit meiner Zeit um. Ich habe wieder überzogen. Tut mir leid. Ein paar Minuten sind es mehr geworden. Aber ich hoffe, Sie haben Verständnis. Und ich freue mich, wenn Sie hier und da noch eine Neuigkeit mitgenommen haben, nochmal was gehört haben, nochmal so ein bisschen Richtwerte auch gehört haben und vielleicht auch ein gutes Gefühl haben. Dampfleitungsentwässerung Bimetall.
kleine schwankende Mengen, Membranableiter, Wärmetauscherentwässerung, Sicherheit haben, dass die Stoffreinwässer, Schwimmerkondensatableiter. Das sind so ganz schnell mal zusammengefasst die Richtlinien, mit der wir hier bei Gestra Kondensatableiter unseren Kunden empfehlen. Beengte Platzverhältnisse, diesen Membranableiter gibt es auch in ganz kleinem Gehäuse, dann kann man das da wieder einbauen. In den Wäschereimaschinen ist oft der Membranableiter verbaut. Und in der Industrie, wo es einfach um Menge geht, wo ich 300, 400 Kilogramm ableiten will, ist der Schwimmbadableiter im Einsatz. Ja, meine Damen, meine Herren, danke schön fürs Zuhören. Gehen wir mal zum Chat rüber und schauen, ob wir dort noch Fragen bekommen.